Leute, was geht? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute wollte ich für euch eine Review drehen, nämlich zu Geekerella von Ashley Poston. So sieht das Ganze aus. Ich finde dieses Cover ist einfach... Ich finde dieses Cover ist so süß. Ich finde, wenn man es noch nicht gelesen hat, dann ist es vielleicht ein bisschen hässlich. Aber eigentlich ist es wunderschön. So, erstmal worum es geht. Hier geht es um Elle. Das Ganze ist eine Cinderella-Märchen-Nacherzählung. Das wollte ich eigentlich zu der Bucketlist-Challenge lesen, weil ich mir dachte, hey, ich kluger Kopf, ich bin voll auf dem Marissa Meyer-Trip, lese ich das hier also, Heartless von Marissa Meyer, wann immer ich möchte und bestelle mir Geekerella, weil ich darauf nicht so viel Lust habe. Und lese das dann halt für die Bucketlist. Alles ist anders gekommen, als ich eigentlich geplant hatte, weil nach Renegades hatte ich überhaupt keinen Bock mehr auf das Ganze, aber dafür umso mehr auf das. Und so ist es gekommen, dass ich es dann gelesen habe. Jetzt dazu, worum es geht. Wie gesagt, es ist eine Cinderella-Nacherzählung. Dementsprechend geht es um Elle. Und Elle lebt mit ihrer Stiefmutter und ihren zwei Stiefschwestern in einem Haus. Logischerweise. Und sie arbeitet in einem Food Trunk. So sieht das aus. Im Magic Pumpkin arbeitet sie. Und die hat ein ganz schlechtes Verhältnis zu ihrer Familie. Ihr Vater ist vor 7 Jahren gestorben, kann das sein? Ja, ich glaube 7 klingt plausibel. Und ja, also wie gesagt, die wird nicht gut behandelt, muss immer so den Haushalt schmeißen und solche Sachen. Aber sie ist ein riesiger Fan von einer alten Serie, Starfield heißt das. Und das soll jetzt verfilmt werden. Ja, das Buch beginnt halt so, dass sie erfährt, wer die Hauptrolle spielen soll, also die Rolle des Commander. Nein, Entschuldigung, Federation Prince Commander, Verzeihung. Und sie ist total unzufrieden mit dem Ergebnis und dann, das ist so ihre Storyline. Und dann geht es noch um Darien. Und der ist halt der Schauspieler, der für die Rolle des Commanders ausgesucht wurde. Und ja, man liest dann halt aus den Sichten von den beiden. Und dann geht's halt... worum es halt in Cinderella so geht. Ne, Freunde, wir wissen alle, worum es in Cinderella geht. Da muss ich eigentlich nicht viel zu sagen. Zu meiner Meinung, Freunde. Ich fand das Buch so süß und ich habe es geliebt. Und es, ich finde es einfach, ich wusste nicht, was ich von dem Ganzen halten sollte. Weil ich hatte von manchen englischstämmigen Booktubern gehört, dass es deren Favorit ist letztes Jahr von Jessie the Reader hatte ich das gehört. Der hat mir das persönlich gesagt. Nein, aber das war in seinem Favorites-Video, das kann ich gerne unten verlinken. Und dann hatte ich aber auch von Leuten wie Reagan von Purus Project gehört, dass sie eher enttäuscht von dem Ganzen waren. Und da war ich halt so, weiß ich nicht, werde ich jetzt zu der Gruppe gehören, die enttäuscht war oder zu der Gruppe, die es liebt. Deswegen hatte ich mir so gedacht, ich gehe da mal mit so einem 3-Sterne-Gefühl ran. Es wird bestimmt 3 Sterne. Ich gehe mal kurz gucken, ob meine Katze vor der Tür steht. Und das noch ein anderes Problem war halt, wie sehr ich die Luna-Chroniken liebe. Von Marissa Meyer. Ja, ja, Marissa Meyer. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel in diesem Video über sie rede, aber gut. Miau, das ist mein Schatz. Ich hoffe, ihr könnt sie hören. Sie will wieder stören kommen. Naja, ich weiß, dass das hier halt Contemporary ist und die Luna-Chroniken sind Science-Fiction und sowas. Es ist mir schon bewusst, man kann das nicht wirklich vergleichen, aber es sind ja beides Nacherzählungen, also Retellings und so. Und da hatte ich das Gefühl, das muss ja dann mit Wie Monde so silbern konkurrieren und das war halt für mich nicht möglich, weil ich diese Reihe halt so sehr liebe. Aber Freunde, dieses Buch ist so gut und so süß und einfach, ich liebe dieses Buch. Miau! Ich muss wirklich sagen, das ist das süßeste Buch, was ich je gelesen habe. Und ja, meine Freunde, ich habe Flirt mit Nerd gelesen, was bis jetzt das süßeste Buch war, das ich kannte. Aber jetzt ist es Geekerella, weil das, es ist einfach... Oh, es ist so cute einfach. Das ist der Wahnsinn. Und es kann auf jeden Fall mit Wie Monde so silbern mithalten. Vor allen Dingen, weil mir Wie Monde so silbern mein wenigst geliebter Teil der Reihe ist. Von daher, easy. Was soll ich sagen? Erstmal zu den Charakteren. Ich habe sie geliebt. Bei Elle muss ich sagen, ich habe so 100 Seiten gebraucht, bis ich mit ihrem Charakter klarkam. Die war mir nicht von Anhieb sympathisch. Ich weiß auch nicht wieso.
Die hat jetzt nichts gemacht, bei dem ich mir dachte, ne, warum ist sie so blöd und so. Daran lag es nicht. Ich mochte sie einfach nicht so sehr, wie ich gedacht habe, wie ich sie vielleicht mögen würde. Aber das hat sich gelegt. Ich liebe Elle. Ich finde die richtig cool. Die ist einfach lustig und ich habe immer Spaß an ihr. Zu Darian kann ich sagen, er ist so süß. Ich will nicht die ganze Zeit sagen, der ist voll süß, aber er ist einfach so süß. Er ist einfach voll toll. Er ist Inder, was mal was Neues war. Und er wurde so hübsch beschrieben und ich liebe ihn. Und er ist so ein richtiger Geek, so ein richtig nerdiger Typ, aber so auf einer süßen Weise. Und ich weiß nicht. Am Anfang hat er sich sehr oft beschwert wegen allem, was passiert ist. Das hat mich aber nicht gestört. Da dachte ich, ich bin ein bisschen heuchlerisch, weil ich Dorian von Throne of Glass deswegen nicht mochte, weil der immer rumgeheult hat. Aber meine Freundin hat mir gesagt, ich stopp das. Also ja, der beschwert sich halt ein bisschen. Aber daran gewöhnt man sich. Ja, jetzt zu den Sachen, die mir nicht so sehr gefallen haben oder was ich noch separat dazu sagen will. Es ist so, ich bin kein riesen Fan von Nacherzählungen. Ich mag sie so lange, bis dieser Moment kommt, an dem man sieht, ah, okay, jetzt ist das eine Nacherzählung. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Bei Wie Schnee so weiß war das sehr krass so. Also bei dem vierten Teil der Lunarchroniken. Den mochte ich, bis dann dieser Apfel ins Spiel kam, ne, wegen Schneewittchen und so. Ne? Das war so der Moment, bei dem ich mir dachte, hätte man auch anders irgendwie integrieren können. Und das war hier genauso mein Problem. Ich fand, der Moment, in dem es so wirklich märchenhaft wurde, der hat mich so ein bisschen gestört. Den fand ich irgendwie besonders halt, weil das ja ein Contemporary ist und das halt noch unrealistischer ist, dass sowas passiert. Das hat mich ein bisschen gestört. Und dann leide ich sehr darunter, dass es die Sendung Starfield nicht gibt, weil jetzt will ich sie unbedingt sehen. Aber gut, da kann das Buch hier nichts für. Aber ich glaube, mein größter Kritikpunkt ist das Ende. Ich habe dieses Buch gelesen und ich dachte die ganze Zeit, oh mein Gott, das ist jetzt schon Jahreshighlight, das ist mein erstes 5-Sterne-Buch, was ja auch so ist, das ist ja nicht falsch, das ist mein erstes 5-Sterne-Buch und es wird, denke ich, auch ein Jahreshighlight sein. Aber es sind halt eigentlich nur 4,5 Sterne auf 5 aufgerundet. Ich dachte, es wäre halt so eine richtige 5. Das ist es nicht aufgrund des Endes. Dieses Buch hat 319 Seiten. Und das ist meiner Meinung nach zu wenig. Ich finde, das hätte ungefähr 50 Seiten mehr gebraucht. Und zwar ab dem Masquerade Ball, ab dem Ball halt. Was heißt denn Masquerade auf Englisch? Auf Deutsch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ab diesem Ball bis zum Schluss, finde ich, hätten so 50 Seiten mehr dem Ganzen gut getan. Weil ich finde, dass das Ende sehr plötzlich kam, sehr märchenhaft war. Und dann den Epilog, den mochte ich dann gar nicht. Den fand ich irgendwie sehr blöd. Weiß ich nicht. Ich mag das ja nicht, wenn es auf einmal heißt, ja so und so lange haben die dann noch gebraucht, bis irgendwas passiert ist. Das ergibt wahrscheinlich keinen Sinn, wenn ihr es nicht gelesen habt, aber ist schon gut. Ja, also das hat mich so ein bisschen gestört. Ich glaube, die letzten 30 Seiten waren so mein Problem. Ich glaube, wenn man mehr Zeit gehabt hätte, um halt diesen Schluss auszuarbeiten, dann wäre das besser gewesen. Weil so war es halt einfach so, er findet raus, wer sie ist. Und bumm, Märchenende. Und das fand ich halt so blöd irgendwie, weil es ist nach wie vor ein Contemporary. Die beiden kennen sich nur über SMS-Nachrichten. Ich hätte halt Zeit gebraucht, damit die beiden sich so persönlich kennenlernen. Und die kriegt man halt einfach nicht, weil das Buch so dünn ist. Aber so an sich ist dieses Buch einfach sehr, sehr gut. Ich empfehle es an jeden weiter, lest es. Vielleicht solltet ihr so wie ich mit niedrigen Expectations rangehen, weil ihr dann total verzaubert werdet und es ist einfach wirklich süß. Mir fallen keine anderen Worte dafür ein, als es ist einfach sehr süß. Ja, ich hoffe, diese Review hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben, Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen und kommentieren, ob ihr das Buch kennt oder ob ihr jetzt daran interessiert seid oder nicht und so. Und ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß in eurem Leben. Und bis zum nächsten Mal und einen wunderschönen guten Tag. Auf Wiedersehen!